Erste Frage: Wie habt ihr euch gefühlt nach den zwei Loses, die ihr eingefahren habt, den Game 3 und 4? Da waren wir natürlich sehr, sehr, ja, erstmal waren wir tilted, ne? Wir waren ein bisschen sauer, haben unseren Gameplan nicht gut verfolgt und haben uns dann in Game 5 aber nochmal zusammengerissen, nochmal die Red Side genommen vor allem. Wir hatten ja dreimal Seitenwahl zum Glück. Ne, zweimal Seitenwahl, dreimal Seitenwahl, zweimal. Wir haben zweimal verloren, ne? Und Red Side hat dieses Game verloren, gewonnen. Und da haben wir wieder unsere Prior Picks genommen. Unser kleiner Drache hier, ne, war Drache in Game 4 mental, war Drache in Game 5 als Champion. Und hat da ja sehr gut performt, geile Shot Calling. Generell auch Game 1 und 2 war auch, ich würde nicht sagen, dass wir Makro gedifft haben, aber wir haben uns zumindest sehr gut angestellt. Wir haben Sprout in die Position gepackt, wo sie gerne mit Teamfight Scaling gehen wollen. Haben sie nicht hinbekommen. In Game 3 haben sie es dann ein bisschen umgestellt, ne? Darauf kam er nicht so klar, auf das Early Game, muss man ganz ehrlich sagen. Sollte ich vielleicht Frankfurt auch nochmal genau angucken, das Game. Ach so, Entschuldigung, das soll ich jetzt nicht sagen. Ja, und So. aber auf jeden Fall Gameplay-Analyse. Ich hoffe, euch hat es Ich gefallen. Und glaube, ich würde wir einfach hören uns jetzt. gerade nicht. Also ich glaube, es geht jetzt. Hä? Könnt ihr uns hören? Ja. Ja, Okay, jetzt geht's. wir hören uns auch nicht mehr doppelt. Aber Brücki, du hast quasi schon alles beantwortet. Vielen Dank fürs Interview. Okay, so Yuki, hast du noch eine Frage? Tatsächlich, also ich muss sagen, Game 4, Mental State, wie habt ihr es, also habt ihr ein bisschen, wart ihr ein bisschen tiltet und wenn ja, wie habt ihr es gefixt bekommen? Ich war so sauer, dass ich keinen Bock mehr auf die hatte, bin nicht auf die Teambesprechung gegangen und bin in mein Zimmer gegangen, habe mich hingelegt, um zu resetten. Und dann war ich resettet. Ich würde sagen, Arguid wurde von seinem Top-Laner ein bisschen gegrieft und dann war er ein wenig wütend. Aber you know, wie Brüki es in Worte gefasst hat, ist eigentlich die beste Metapher. Er war in Game 4 Drache in den Voice-Coms, emotional, und in Game 5 war der Drache in Game und dann war das auch fein. Das ist gut. Kani, für dich nochmal die Frage, um da noch anzukommen. Jana Pick im letzten Game, wie viel Überredenskunst brauchtest du? Gar nicht. Ich weiß nicht. Also ich finde tatsächlich, wir hatten die, es funktioniert immer, gerade gegen diese Engage-Comms, Wukong, Rakan. Ich meine, gerade wenn die Sachen eingefällt sind, man kann nicht immer alles interrupten, aber gerade auch um die Fights zu resetten, um ein bisschen Space zu kommen. Ich finde den Pick einfach gut. Ich weiß gar nicht, warum Leute den nicht mögen. Ich weiß, warum ich den nicht mag, aber vielleicht an anderer Stelle dann, ne? Wir haben gerade gewonnen. Finde ich gut. No way. Alles Gute zum Geburtstag, auch von uns Ja, beiden. alles Gute. Ich glaube, ein besseres Geburtstagsgeschenk hättest du dir Dankeschön. auch selbst gar nicht machen können, hätte dir dein Team nicht machen können. Wie fühlt es sich an, an dem Geburtstag jetzt so ein Best of Five auch noch zu gewinnen? Ja, also ich hätte auch ein 3-0 genommen, ne? Also die zwei in der Mitte hätte es nicht unbedingt gebraucht. Gerade in dem Alter wird es dann noch irgendwie schwierig, ja. Da war gerade hart auch ein bisschen. Also Game 5 hätte nicht sein müssen, aber naja, fühlt sich sehr, sehr gut an. Tatsächlich. Und jetzt. Wie war das Spiel aus deiner Perspektive? Wir hatten ja gerade im zweiten Game eine massive Performance, da wirktest du sehr wütend auf dem Xerath. Und in Game 3 und Game 4 hat dann Pack den Viktor einmal zum Beispiel gefaced, sah darauf sehr gut aus. Wie war das für dich, dieses Midlane-Matchup? Ja, wir haben Mitte beide einfach gescaled. Hat gut gespielt. Also Sprout hat allgemein sehr, sehr gut gespielt, glaube ich. Wir haben einfach gescaled und ja, der bessere Spieler hat gewonnen. Also was Pixar eigentlich fragen wollte, ist, warum du so hart zerstört wurdest in Game 3 und 4, ne? Also, das stimmt aber wirklich nicht, ne? Nein. Entschuldigung, ja. Game 3 war total in Ordnung. Ja, Game 4, was war denn Game 4 überhaupt? Olaf. Also das Game 4, ihr werdet sehen. Also die Voice Comms sind wild. Wir standen 3-0 und Algorithm war kurz vorm Rage Quit. Da war echt übel. Oder auch bisschen immer war Game-Tech schon hier mental an Algorithm, würde ich sagen. Ja, das war rougher. Aber es ist ja auch das, was Aber ein ja, Team es ist ausmacht. einfach geil. Es ist einfach geil, dass es geklappt hat. Ehrlich gesagt. Ich meine, es war nicht clean, es war vielleicht ein bisschen scheiße, es war ein bisschen zu knapp. Wir waren zu confident in Game 3, sonst hätten wir da direkt den Sack zugemacht, glaube ich. Wir waren einfach übermütig. Hatte das Bootcamp auch Es einen hat Buff einfach für geklappt, euch? ne? Was? Hatte das Bootcamp auch einen Buff für euch? Also ist die. Natürlich. Okay. Ja, ich glaube schon. Also so die persönliche Beratung, ein bisschen rumschauen, mit den Leuten was machen, auch mal Arguin ins Gesicht sagen zu können, wenn man sauer ist, ne? Tatsächlich, das hilft schon. Man spricht sich besser aus, ne? Es war immer einfach nice, in einem neuen Environment zu zocken und einfach mehr zu tryen, wenn man sich nicht so zu wohl zu Hause fühlt. Und hier im Bootcamp wird es auch einfach super leicht gemacht, dass wir uns da auf League konzentrieren können. Und es ist einfach chillig. Von daher ist es auf jeden Fall, ich glaube, immer besser in Person. Ja, mega geil. Das heißt, für uns jetzt natürlich die große Frage: Was sind die Aussichten für Donnerstag? Na,
Ihr seid jetzt weiter. Ihr werdet das Spiel der Spiele spielen am Donnerstag quasi um den Einzug ins Promotion Tournament gegen die Eintracht. Was kann man erwarten? Naja, ich denke, wir hatten jetzt heute, wir haben die Series spannend gemacht. Wir wollten Freddy ein schönes Geburtstagsgeschenk schenken. Deswegen sind wir jetzt hier auf Game 5 gegangen. Aber ich bin ganz ehrlich, Frankfurt, so wie du, Hertha war so schlecht und Frankfurt war noch schlechter. Wir sind immer noch im Bootcamp. Am Donnerstag, das wird ein 3-0. Ich will danach zum Griechen gehen, ein bisschen Uso trinken. Ich glaube nicht, dass Frankfurt irgendwas gegen uns macht. Haben wir jemals gegen Frankfurt überhaupt gestruggelt? Ich weiß nicht. Gut, ja, dann vielen Dank fürs Interview. Ich glaube, das nehme ich. Ja, das reicht mir, oder will noch jemand was ergänzen? Ich weiß gar nicht, was der sagen soll. Danach weißt du was. Okay, ja, weitermachen. Tschüss, macht's gut, danke euch. Ciao. Jo, es hat Spaß gemacht. Ja, uns auch. Kani. Vielen Dank fürs Game, Leute. Vielen Dank fürs Interview. Euch noch eine schöne Zeit im Bootcamp und viel Erfolg am Donnerstag. Jo, danke. Tschüss.